Ja, lieber Lars, vielen Dank für deine mitreißende Rede, für deine wohltuenden Worte. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, hinter uns liegen die großartigsten Wochen, die man sich als SPD-Parteivorsitzende überhaupt vorstellen kann. Wir haben die Bundestagswahl gewonnen und sind stärkste Kraft im Bundestag. Unsere Bundestagsfraktion ist jünger und diverser als je zuvor. Nikolaus ist GroKo aus, so haben die Jusos 2019 geworben und keine zwei Jahre später haben wir geliefert. Die Zeit der ungeliebten großen Koalitionen ist zu Ende. Mit Grünen und FDP haben wir jetzt ein neues, starkes Bündnis geschmiedet und am Dienstag einen Koalitionsvertrag unterschrieben, mit dem wir mehr Fortschritt wagen wollen. Und wir haben am Mittwoch mit Olaf Scholz den vierten sozialdemokratischen Bundeskanzler in der Geschichte unseres Landes gewählt. Lieber Olaf, herzlichen Glückwunsch. Genossinnen und Genossen, die SPD ist wieder da. Wir sind geeint wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die SPD besetzt wieder sozialdemokratische Kernthemen, Themen, die uns bewegen und die das Leben vieler, vieler Menschen unmittelbar betreffen. Arbeit, Löhne, Mieten und Respekt. Die SPD ist erfahren, sie ist jung, sie ist divers, sie ist weiblich, männlich und vor allem ist sie eines, sie ist wieder attraktiv. Es gab Zeiten, da erschien der Niedergang der Sozialdemokratie fast unausweichlich. So manche haben ihn erhofft und andere darauf hingearbeitet. Doch wir haben uns ein Herz gefasst, mutig, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben die Fehler der Vergangenheit analysiert, Lars hat es gesagt, und wir haben gemeinsam entschieden, wie es besser gehen kann. Das Ergebnis haben wir diese Woche erleben dürfen mit Gänsehaut, wir sind Kanzler. Wir sind einfach nur stolz auf unsere alte Tante SPD. Und ihr seht hier eine sehr, sehr glückliche Parteivorsitzende. Den Abschluss dieser grandiosen Woche, dieses unfassbaren Jahres, bildet jetzt unser Bundesparteitag. Und ich bin sicher, wir würden uns beseelt vor Glück in den Armen liegen, wenn da nicht Corona wäre. Und deshalb kann ich zu den meisten von euch schon wieder nur über eine Kamera sprechen. Das ist schwer, das schmerzt mich. Aber ich bin mir sicher, ich weiß, dass ihr unser Glück teilt, dass ihr die Gänsehaut mitempfindet, dass ihr unsere Freudentränen mitweint, ganz gleich, wo ihr gerade seid. Die SPD ist nicht mehr nur beteiligt an einer Regierung, sie führt sie an. Und die Menschen in unserem Land werden schon bald merken, dass das einen Unterschied macht. Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken und wir werden es gerechter machen. Die 20er Jahre werden ein Jahrzehnt des Aufbruchs sein, ein Jahrzehnt des Fortschritts. Und Lars hat es gesagt, sie werden ein Jahrzehnt der Sozialdemokratie sein. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben diese Bundestagswahl gewonnen, weil wir wussten, warum wir sie gewinnen wollten und für wen wir sie gewinnen wollten. Wir haben die Wahl für alle Kinder in Deutschland gewonnen, die schlechtere Bildungschancen haben, weil sie zu Hause das Geld fehlt oder weil sie nicht in den richtigen Stadtvierteln aufwachsen. Für sie investieren wir jetzt ganz gezielt in gerechte Bildung. Und für sie führen wir die Kindergrundsicherung ein, denn Kinderarmut ist eine Schande in diesem reichen Land. Wir haben die Wahl für ihre Eltern gewonnen, die unsere Angehörigen pflegen, die unsere Kinder betreuen oder für Sauberkeit und Sicherheit sorgen. Wir haben die Wahl für alle Männer und Frauen gewonnen, die wichtige Arbeit leisten und trotzdem viel zu niedrige Löhne bekommen. Für diese Leistungsträgerinnen und Leistungsträger haben wir die Wahl gewonnen. Und für sie wird Hubertus Heil jetzt den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Er wird die Tarifbindung stärken und er wird die Rente stabilisieren. Lieber Hubertus, du wirst als Arbeits- und Sozialminister da weitermachen, wo du mit Grundrente und Kurzarbeitergeld, mit Qualifizierungschancen und mit mobiler Arbeit gar nicht aufgehört hast. Du wirst für Leistungsgerechtigkeit sorgen und für die Interessen von Beschäftigten. Das ist unser Markenkern. Und die ganze SPD wird dabei an deiner Seite stehen. Applaus
Wir haben die Wahl aber auch für alle Familien, Rentner, Studierenden, Auszubildenden gewonnen, die jetzt Angst haben, schon bald ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können. Klara Geiwitz wird als unsere Bauministerin die Anwältin von 37 Millionen Mieterinnen und Mietern sein. Liebe Klara, es macht mich sehr glücklich, dich an Bord zu wissen. Du wirst den Mieterschutz stärken, du wirst dafür sorgen, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Anders gesagt, du wirst Großes vollbringen. Aber das machst du nicht alleine. Deine SPD steht an deiner Seite. Genossinnen und Genossen, wir haben diese Wahl auch für die Beschäftigten in Gastronomie, in Handel, in Gewerbe und Industrie gewonnen. Gerade für die Beschäftigten im Stahl, in der Chemie, im Auto- und Maschinenbau stehen vor großen Veränderungen. Sie brauchen Mut dafür und die Sicherheit, dass wir sie nicht im Stich lassen. Ohne Industrie gibt es weder Wohlstand noch Klimaschutz. Ohne die Facharbeiter und die Ingenieurinnen werden wir die Klimakatastrophe nicht verhindern. Wir brauchen ihr Wissen, ihr Können, ihren Mut und ihre Zuversicht. Und deshalb werden wir für sie investieren, für sie und für die Arbeit von morgen. Wir haben, liebe Genossinnen und Genossen, diese Wahl auch und gerade in den ostdeutschen Bundesländern gewonnen. Wir wissen das. Und wir haben das deutlich gemacht. Die innere Einheit unseres Landes, unserer Gesellschaft, ist auch 30 Jahre nach dem Mauerfall eine bleibende Aufgabe. Wenn ich an unsere Regionalkonferenzen zum Parteivorsitz denke, manchmal denke ich noch daran zurück, dann klingt mir Petra Köpping noch in den Ohren, wie sie sagt, für die Menschen im Westen hat der Fall der Mauer nichts verändert, für die im Osten alles. Wer im Osten aufgewachsen ist, blickt mit einer anderen Lebenserfahrung auf die Welt. Menschen im Osten haben mit der Bewältigung einer sehr tiefgreifenden Transformation auch ganz besondere Konzepte und Kompetenzen entwickelt. Und diese Erfahrungen, Konzepte und Kompetenzen wollen wir, sollten wir nutzen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir Carsten Schneider als Staatsminister für den Osten im Kanzleramt haben. Lieber Carsten, deine Arbeit wird einen herausragenden Beitrag leisten für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und für den Zusammenhalt. Liebe Genossinnen und Genossen, dieser Wahlsieg der SPD ist das vielleicht größte Comeback in der deutschen Parteiengeschichte. Was andere noch vor sich haben, haben wir getan. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Jetzt müssen wir was tun, was wir lange nicht mehr gewohnt waren. Wir müssen aus dem Erfolg lernen. Vor 2 Jahren wurden Norbert und ich von den Mitgliedern als Vorsitzende der SPD gewählt. Und wir hatten uns vorgenommen, die Partei zu öffnen, ihre Fenster weit aufzustoßen, uns programmatisch zu erneuern. In die neue Zeit war unser Motto vor 2 Jahren. Wir wollten unsere SPD zu alter oder besser zu neuer Stärke führen. Wir wussten, diese Aufgabe gelingt uns nur mit einer geeinten, geschlossenen Partei. Mit einer Partei, die sich mit Stolz auf ihre Wurzeln besinnt, auf ihre Stärken und auf ihre Zukunft. Also haben wir uns mit Olaf Scholz zusammengesetzt, mit Lars Klingbeil und mit unserem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich. Und wir haben gemeinsam beraten, wie das gemeinsam gelingen kann. Und wir haben es geschafft. Wir haben gemeinsam mit euch ein Zukunftsprogramm erarbeitet, für das es sich zu kämpfen gelohnt hat und immer noch lohnt. Und für das unsere Leute mit großer Begeisterung auf die Straße gegangen sind. Wofür steht die SPD? Wir haben gemeinsam dafür gesorgt, dass jeder Sozialdemokrat und jede Sozialdemokratin diese Frage wieder beantworten kann, und zwar aus vollstem Herzen. Und wir haben eben mit dir, lieber Olaf, den richtigen Kandidaten aufgestellt. Du bist einer, der sozialdemokratisches Herzblut, Zukunftskompetenz und Regierungserfahrung in einem vereint wie keiner sonst. Einer, dem die Wählerinnen und Wähler vertrauen. Und deshalb, auch deshalb, haben wir diese Wahl gewonnen. Wir haben in diesem Jahr, und das ist besonders toll, wir haben in diesem Jahr nicht nur die Bundestagswahl gewonnen. Wir haben am selben Tag übrigens zwei herausragende Landtagswahlen gewonnen. Manuela Schwesig in ihrer Rolle als Ministerpräsidentin bestätigt und Franziska Giffey, in den nächsten Tagen wird es passieren, als regierende Bürgermeisterin von Berlin. Wir sind so froh, dass wir euch an Bord haben in der Reihe unserer wunderbaren Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen.
Lieber Norbert, das war eine wunderbare Zeit. Und unser Erfolg ist ein wahres Gemeinschaftswerk, ein Teamwerk. Und deshalb schmerzt uns dein Abschied. Was bleibt, ist ein riesengroßer Anteil, dein riesengroßer Anteil an diesem Erfolg. Und was bleibt, ist unsere ganz, ganz tief empfundene Dankbarkeit für diese wunderbare Zeit. Jetzt habe ich von Landtagswahlen gesprochen, es stehen auch schon wieder welche an im nächsten Jahr, und mit diesen Landtagswahlen haben wir uns natürlich vorgenommen, die wunderbare Riege unserer Ministerpräsidentinnen und Präsidenten noch zu erweitern, um Anke Rehlinger im Saarland, um Thomas Losse Müller in Schleswig-Holstein und um natürlich Thomas Kutschaty in Nordrhein-Westfalen. Wir fordern die Union heraus und wir erwarten natürlich, dass Stefan Weil in Niedersachsen seinen Spitzenplatz hervorragend verteidigen wird. Und wenn wir ein Stück weiter blicken, dann haben wir natürlich auch und vor allem als Bundespartei auch organisierend einen Europawahlkampf vor uns. Der ist nicht im nächsten Jahr, aber er steht schon am Horizont. Und wir wollen natürlich als Europapartei unsere Begeisterung für die europäische Idee auf die Wählerinnen und Wähler übertragen. Katharina Barley soll unsere EU-Beauftragte werden, unsere Spitzenkandidatin, und damit diese Wahl auch gemeinsam voranbringen. Wir wollen mit Udo gemeinsam in der europäischen Spitze gut aufgestellt sein für diese Wahl und für unsere europäische Arbeit. Lieber Udo, vielen Dank für deine Arbeit in diesem Amt. Wir freuen uns darauf, dass du auch in Zukunft in bedeutender Rolle die europäische Parteienfamilie mitgestalten wirst. Genossinnen und Genossen, die schweren Jahre der Partei liegen hinter uns. Norbert hat daran mitgewirkt, sie zu überwinden. Jetzt stehen wir am Beginn einer neuen Zeit, und die braucht neue Antworten. Denn auch als führende Regierungspartei, die den Kanzler stellt, muss die Sozialdemokratie ein Think Tank für Zukunftsfragen sein. Das ist es, was wir euch mit unserem Leitantrag zum Angebot machen wollen. Es sind ja große, fast revolutionäre Veränderungen längst im Gange, die wir mutig gestalten wollen. Lars hat in seiner Rede deutlich gemacht, was Dekarbonisierung, was Digitalisierung für unsere Gesellschaft bedeuten, welcher Auftrag gerade für die Sozialdemokratie in dieser Transformation liegt. Auch die Demografie ist ein solcher Wandel, der sich seit 30 Jahren ankündigt, aber jetzt ist er da, jetzt steht er vor der Tür. Wenn meine Generation in Rente geht, ich habe das noch nicht vor, aber dann werden wir eine Explosion des Fach- und Arbeitskräftemangels erleben, den es ohnehin schon gibt. Und ganz ehrlich, wenn wir die vollen Auftragsbücher, die wir weiterhin haben, auch weiter erfüllen wollen und auch unsere staatlichen Aufgaben, dann brauchen wir mehr vollerwerbstätige Frauen. Dann müssen wir die Potenziale aller jungen Menschen nutzen. Alle jungen Menschen in Deutschland haben ein Anrecht auf eine qualifizierte Berufsausbildung. Und alle Beschäftigten brauchen Weiterbildung, damit die Qualifikation auch erhalten bleibt. Es ist die Aufgabe der SPD, die großen Veränderungen unserer Zeit zu gestalten. Und dafür müssen wir Orientierung geben, dafür müssen wir Sicherheit geben. Der Sicherheitsbegriff der SPD ist ein umfassender Sicherheitsbegriff. Natürlich ist die soziale Sicherheit unser Thema. Die SPD hat mit ihrem neuen Sozialstaatskonzept eine wichtige Grundlage gelegt, wie die Koalition das in den nächsten Jahren umsetzen wird. In der kommenden Legislatur werden wir zeigen, dass auch die innere und die äußere Sicherheit unseres Landes ganz wichtige sozialdemokratische Konzepte braucht, um im 21. Jahrhundert zu bestehen. Und es ist deshalb in dieser Zeit der Umbrüche sehr beruhigend, dass die innere wie die äußere Sicherheit unseres Landes in den Händen sozialdemokratischer Frauen liegt. Christine Lamprecht und Nancy Faeser. Liebe Christine, liebe Nancy, wir sind wirklich froh, auch euch in unserem Kabinett zu haben. Und ich bin Nancy sehr dankbar, dass sie gleich am Tag ihrer Nominierung Klartext gesprochen hat. Denn nicht nur Kriminalität bedroht unsere Sicherheit. Unsere Demokratie muss wehrhaft bleiben. Und die größte Gefährdung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus. Wer das nicht wahrhaben will, stellt sich taub und blind.
Die Angehörigen der Opfer des NSU oder der Anschläge in Hanau und Halle, die wissen es besser. Die Familie von Walter Lübcke weiß es besser. Und die vielen Politikerinnen und Politiker, die von Rechtsextremen bedroht werden, wie zuletzt Petra Köpping und viele, viele andere. Sie alle verdienen unsere Solidarität. Vor allem aber haben sie den Schutz des Staates verdient. Und wir werden dafür sorgen, dass dieser Schutz gewährleistet wird. Genossinnen und Genossen, als die polnischen Arbeiter im Ruhrgebiet durch nationalistische Hetzkampagnen und Diskriminierungen vertrieben werden sollten, stellte die Arbeiterbewegung sich an die Seite ihrer Kollegen. SozialdemokratInnen kämpften gegen rassistische und antisemitische Nationalisten, die Menschen das Menschsein absprechen wollten. Und als die sogenannten Gastarbeiter der ersten Generation blieben und die Ausgrenzung am Band und auf dem Bau nicht aufhörte, überhand nahm, erhoben Gewerkschafter die Hand und sagten: Stopp, mach meinen Kumpel nicht an. Unsere Verfassung macht es doch ganz deutlich, wie verschieden wir auch sind. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Niemand darf benachteiligt werden, niemand darf ausgegrenzt werden. Und doch fehlt es Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland an echter Teilhabe. Und viele von ihnen erleben tagtäglichen Hass, tagtägliche Ausgrenzung. Und deshalb bin ich froh, dass wir eine ebenso junge wie erfahrene Fachpolitikerin für Integration und Teilhabe dafür gewinnen konnten, im Kanzleramt in dieser Aufgabe zu wirken. Rim Alabali Radovan aus Mecklenburg-Vorpommern ist unsere neue sozialdemokratische Staatsministerin für Integration. Ich freue mich riesig auf deine Arbeit, liebe Rim. Unsere Botschaft an die Einwanderungsgesellschaft muss sein, egal wo du oder deine Eltern herkommen, du verdienst Respekt und du verdienst gerechte Teilhabe. Der Klang deines Namens darf nicht über deine Bildungschancen entscheiden und auch nicht darüber, ob du den Job bekommst, die Wohnung oder den Kredit, die Beförderung. Und erst recht hat niemand das Recht, Menschen zu beschimpfen, mit rassistischem Hass zu überziehen. Ein Davidstern an einer Halskette oder eine Kippa auf dem Kopf dürfen kein Anlass für Ausgrenzung, für Beleidigung oder gar für gewalttätige Übergriffe sein. Rassismus, Antisemitismus sind unpatriotisch und wir werden sie bekämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt in unserem Land eine Revolte gegen die Vernunft, die auch von Rechtsextremen befeuert wird. Eine Revolte gegen die Wissenschaft. Wir sehen diese Revolte auf der Straße, wir sehen sie im Netz, wir sehen sie leider auch in manchen Medien. Da werden Fakten verleugnet und Meinungen mit wilden Lügen und Verschwörungsgeschichten manipuliert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden an den Pranger gestellt. Diese Leute führen einen Kampf gegen die Aufklärung. Und dieser Kulturkampf schwächt nicht nur unsere Abwehr gegen das Virus. Aber zum Glück haben wir jetzt ein Gesundheitsminister, der die Kraft der Vernunft und der Wissenschaft wie kein zweiter verkörpert. Wir haben Karl Lauterbach. Lieber Karl, allen Anfeindungen zum Trotz, dieses Land hofft auf dich. Ich weiß, das ist auch eine Bürde, doch die trägst du nicht allein. Wir stehen an deiner Seite. Wir werden alles beitragen, dass du Erfolg hast. Liebe Genossinnen und Genossen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diesen schlichten Satz hat die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert als eine von vier Frauen im Parlamentarischen Rat in unsere Verfassung geschrieben. Und sie hat damit den Grundstein gelegt für die Gleichberechtigung der Frauen in Deutschland. Glaubt nicht, dass das einfach war. Natürlich gab es Widerstände. Doch Elisabeth hat gemeinsam mit zahlreichen Frauenorganisationen eine große öffentliche Kampagne losgetreten. Waschkörbeweise gingen Briefe und Postkarten ein und schließlich gelang es ihr, den Satz im Grundgesetz zu verankern. Wir sehen, Sozialdemokratie war immer auch soziale Bewegung. Sie war und ist vernetzt in die Zivilgesellschaft und das wollen wir auch in Zukunft erhalten, erneuern und verstärken. Schon im Wahlkampf hat Olaf es deutlich gesagt, angekündigt, ein von ihm geführtes Kabinett wird paritätisch mit Frauen und Männern besetzt sein. Olaf und die SPD haben Wort gehalten und darauf bin ich sehr stolz. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln, denn
Wenn wir Geschlechtergerechtigkeit in allen Lebensbereichen erreichen wollen, dann gibt es noch eine Menge zu tun, auch in unserer Partei. Ich bin dabei und ich weiß, mit Lars einen echten Feministen an meiner Seite. Hat offenbar bisher noch niemand zu dir gesagt, aber liebe Genossinnen und Genossen, vor 95 Jahren wurde Erhard Eppler geboren, ein herausragender Denker, ein kritischer Sozialdemokrat und ein überaus warmherziger Mensch. Er fehlt. Doch seine Stimme für nachhaltige Entwicklung, für globale Gerechtigkeit und damit auch für den Frieden wird bleiben. Und es ist mir eine besondere Freude, dass du, liebe Svenja Schulze, unsere Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bist. Wir sind uns einig, viele betrachten die Fragen des Klimaschutzes, der internationalen Sicherheit und der Gerechtigkeit immer noch viel zu sehr aus der Perspektive des globalen Nordens. Wenn wir diese großen Herausforderungen lösen wollen, dann brauchen wir auch die Perspektive des Südens. Und das werden wir gemeinsam tun. Wir sind die Partei der internationalen Solidarität und wir sind natürlich die Partei der Friedenspolitik. 50 Jahre Friedensnobelpreis für Willy Brandt. Das ist mehr als nur ein Anlass für eine Gedenkstunde. Dieser Nobelpreis steht für eine Haltung, für eine Kompetenz, die heute so dringend gebraucht wird wie damals. In Oslo hatte Brandt die Grundpfeiler deutscher sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik formuliert, die uns heute noch Leitschnur sein können. Abbau von Spannungen, Zusammenarbeit der Völker, Reduzierung der Truppen, Kontrolle der Rüstungen, Partnerschaft mit den bisher Benachteiligten, gemeinsamer Schutz gegen die gemeinsame Gefahr des Untergangs. Das muss möglich sein. Daran müssen wir arbeiten. Alles daran ist aktuell. Heute ist die Situation an der ukrainischen Grenze hochgefährlich. Und unsere Beziehungen zu Russland sind so schlecht wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Das müssen wir ändern. Unsere Außenpolitik bleibt Friedenspolitik. Und unsere Sicherheitspolitik bleibt europäisch und transatlantisch. Unsere Partner können sich darauf verlassen. Und alle anderen sollten damit rechnen. Genossinnen und Genossen, Kevin Kühnert hat hier vor 2 Jahren gesagt, er erwarte von uns, dass noch was von der SPD übrig sei, wenn er aus dem Juso-Alter raus ist. Ich habe das als Auftrag dieser jungen Leute genommen, gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit euch die SPD wieder stark und zukunftsfähig zu machen. Und wir haben die Arbeit der Erneuerung, die Lars gemeinsam mit Andrea gestartet hatte, konsequent fortgeführt. Auch in der kommenden Legislatur des Parteivorstands gilt, die SPD hat eine große Zukunft als Mitgliederpartei, als soziales Netzwerk im wahrsten Sinne, im guten Sinne und eben auch als der Ort, wo die spannenden gesellschaftlichen Debatten stattfinden. Diese Debatten inspirieren und bereichern sozialdemokratische Politik auf allen Ebenen, von der Kommune bis nach Europa. So gelingt Erneuerung, so bleiben wir auf der Höhe der Zeit. Wir müssen mit unseren Debatten dahin gehen, wo die Menschen miteinander leben und arbeiten, miteinander reden. Wir werden in die Betriebe gehen, in die Stadtteile und Kieze, zu Verbänden und Organisationen mit Vor-Ort-Formaten und digital. Aber die unterschiedlichen Lebensrealitäten und Lebenserfahrungen der Menschen, die muss die SPD in sich aufnehmen und in politische Konzepte umsetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will gerne daran weiterarbeiten, dass die SPD die moderne Programm- und Mitgliederpartei ist, die soziale Bewegung, die linke Volkspartei, die unser Land so dringend braucht. Gemeinsam mit Lars und Kevin, mit euch allen, mit unserem Kanzler Olaf Scholz und seiner Mann- und Frauschaft, mit Rolf Mützenich und unserer starken neuen Bundestagsfraktion will ich die SPD zu neuer Stärke weiterführen und zu neuem Stolz. Vielen Dank.